Wie schütze ich mich? Das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich immer höre. Grundsatz. Zuerst mal akzeptiere, dass es Licht und Dunkel gibt. Das ist mal einfach da. Okay, jetzt Punkt 1. Wir verabschieden uns von einem alten Bild des Schutzes. Wie ich das immer gerne erkläre, ich habe das früher so gelernt, man soll sich einen Zylinder vorstellen und da drin bin ich und draußen ist quasi die böse Welt. Da möchten wir wegkommen. Also so quasi, ich gehe dann da so durch mit meiner Hand und tue da draußen was und muss mich dann innen wieder schützen. Da können ganz viele Ängste damit verhaftet sein. Einatmen, ausatmen, loslassen. Ja, wie geht's dann? Zweiter Punkt. Licht. Dein eigenes Licht und deine Liebe im Herzen, berühr dein Herz, sind dein bester Schutz. Ja? Also mach all meine Meditationen, lerne aus dem Herzen heraus zu leben, dein Licht zu erhöhen, deine Frequenz. Atme es ein paar Mal mit und das ist dein bester Schutz. Weil da hat die Angst nichts mehr verloren, da hat die Wut nichts mehr verloren und da wirst du auch nicht mehr triggern und andere können dich da reinziehen oder du bist empfänglich für diese dunklen Energien. Und zum Abschluss als drittes möchte ich dir eine wunderschöne Übung zeigen, die du vielleicht kennst von den Maya-Übungen. Schau das Video an. Du nimmst die Energie und öffnest sie oben auf deinem Scheitelchakra so. Und gehst dann runter, wie wenn du ein Energieei öffnen würdest. Wir nennen das auch deine Energieblume öffnen. Da oben einatmen. Und unten stellst du dir vor, dass es wieder zusammenkommt. Nochmal. Mach das ein paar Mal und da kannst du dir doch vorstellen, dass du deine Energie recycelst und dass das eigene Licht dynamisch dich schützt. Ja? Das ist eine Reinigungsübung. Es reinigt, es recycelt und dann schützt es dich. Ich hoffe, dass dir was gebracht hat und du damit auch ein bisschen die Angst loslassen kannst vor dem Schützen müssen. Sei einfach du, sei im Herzen und dann freue ich mich auf dich. Im nächsten Video Basiswissen mit Pascal Kinn.